Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Let's Play Secret Files 2 Tunguska. Ja, in der letzten Folge sind wir hier mit diesem knurrenden Etwas, was mittlerweile nicht mehr knurrt, hier eingeschlossen worden und haben mittels einiger komischer Sachen was zusammengebaut, dass wir jetzt hier, ja, fliehen können, sage ich jetzt mal einfach vorsichtig. Wir können nach oben in den Zug steigen. Das werden wir jetzt auch mal direkt machen. Okay, es sah jetzt sehr umständlich aus. So, angeleintes Rohr. Sollen wir das wieder mitnehmen? Das nehmen wir wieder mit. Okay, gut. Ich hoffe, ich muss mich nicht ducken, dass jetzt hier irgendwelche Sachen kommen oder so, wo wir hin müssen. Ich schau mal eben, hier war jetzt nichts zum... Doch, man kann sich das angucken, okay. Wir schauen uns erstmal hier dieses Rohr an. Wenn wir denn jemals da hinkommen, heißt das... Vielleicht macht sie jetzt auch so einen Hechtsprung oder so, weil jetzt irgendwie so eine Überleitung oder sowas kommt. Oberleitung. Aus dem Rohr strömt stickige Luft. Okay, und das andere? Ich vermute, dass es zu einer Klimaanlage gehört. Okay, dann schauen wir mal. Ich kann da von hier aus nicht reinsehen. Ja, dann spring einfach rein. Das Fenster ist zu und von außen werde ich das auch nicht aufkriegen. Doch, wirst du. Wir haben ja unser tolles angeleintes Rohr, was nicht mehr... Oder auch nicht. Okay, wir können das hier nicht benutzen. Aber hier vorne können wir es benutzen. Ah, okay. Können das Fenster ist zu. Und von außen werde ich das auch nicht aufkriegen. Hm, okay. Durch die Luke wollen wir jetzt nicht mehr raus. Ich weiß nicht, was der Staubsaugerbeutel hier... oder können wir... Können wir nicht mit dem Rohr verbinden. Okay, die Glühbirne werden wir wahrscheinlich auch nirgendwo benutzen können. Den Schlauch hatte ich doch gerade schon... Oh, Moment. Ah! Scheint keinen großartigen Effekt gehabt zu haben. Doch. Die stickige Luft geht wieder nach unten. Das habe ich verstanden. Das Problem ist nur... Das Fenster ist zu und von außen... Ja, habe ich schon verstanden. Das Problem ist nur, von innen kommen wir jetzt natürlich nicht da rein. Jetzt lief das in der letzten Folge so gut. Und jetzt läuft es gerade sehr scheiße. Weil wir jetzt nicht wissen, was wir jetzt hier machen können. Ach, das kann man nochmal... Oh, nee, oder? Ach, die hat das jetzt wieder abgemacht. Okay. Ich wollte das aber eigentlich nicht abmachen. Ich wollte es da dran lassen. Kann man das anschauen? Auch nicht. Ja, und das Rohr kann man quasi nur wegnehmen. Ich habe die beiden Rohre miteinander verbunden. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier wieder einsteigen, kommen wir ja nicht mehr... ich meine, ja gut, sie hat gesagt, sie kann es von außen nicht öffnen. Vielleicht müssen wir wieder zurück rein, damit wir dann abgeholt werden, woanders hingebracht werden. Vielleicht haben sie ja doch das Geräusch gehört. Und da können wir dann fliehen. Das mit den Schuhen sollte ich keine 3 Meter in die Tiefe springen. Oder wir könnten es nicht ausprobieren. Gut, Staubsaugerbeutel runterwerfen hilft wahrscheinlich auch nicht viel. ja, können wir denn hier nicht weitergehen? Wir sind quasi hier gefangen. Ja, dann tut es mir leid, da muss ich die Folge jetzt hier beenden. Nein, wir nehmen das Ding hier nochmal mit. Das angeleinte Rohr. Es muss doch irgendetwas eventuell geben im anderen Abteil. Ja, dreh dich um, so ist gut. Du weißt schon, dass von der Seite jetzt kein Widerstand mehr kommt, sondern von der anderen Seite. Aber gut, tun wir einfach so, als ob von der Seite auch Widerstand kommt. Wobei der Wind ja auch von rechts kommt. Das sieht man ja an den Haaren. So. Jetzt nochmal runtergehen, bitte. So, jetzt sind wir wieder hier drinnen. Die können wir benutzen? Ich nehme mir mal eins der Fleischstücke. Ach so, wir können noch mehr da rausholen. Okay, ja gut, das bringt natürlich nicht allzu... Oh, was ist das? Hm,
keine sichtbaren Auswirkungen. Okay. Und was zeigt der jetzt hier an? Laut der oberen Anzeige haben wir eine Temperatur. Also das Gleiche, okay. Und laut der unteren, das hat die ja schon. Laut der oberen. Ja, das hat sie schon gesagt, okay. So. Was muss ich denn darin jetzt drum? Oh. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich jetzt gerade ernsthaft den Staubsaugerbeutel mit dem Fleisch kombiniert? Das stand doch gerade, ich kann das nicht, oder? Ach nee, ich habe auf Benutzen geklickt. Und da war eine Haarspange drin und Tierhaare. Okay. Dafür ist der Beutel weg. Aber wir gucken nochmal, ob uns das irgendwas bringt. Ich meine, naja, die Tierhaare, keine Ahnung. Ach, oder muss ich die, ist ja vielleicht jemand allergisch? Muss ich die Tierhaare da vorher reinmachen oder sowas? Geh doch mal nach hier, Mann. Ich habe die beiden Rohre miteinander verbunden. Wieso ist das jetzt schwarz geworden? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, nimm das nochmal ab. Ich weiß ja nicht, ob da jemand allergisch ist, aber Tierhaare, das ist ja immer so. Kann man das machen? Ah, perfekt. Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Ja, dann machen wir das Rohr jetzt wieder dran. So. Scheint keinen großartigen Effekt gehabt zu haben. Wir nehmen jetzt aber trotzdem das nochmal ab. Wieso geht der jetzt immer? Ich meine, das ist schön, der kürzt dann wenigstens ab, aber wieso wird der immer schwarz, wenn ich da irgendwas mache? So, das machen wir jetzt nochmal hier dran. So, die Frage ist... Eine Haarnadel, Modell 0815. Können wir, ich glaube es ja nicht, mit der Haarnadel irgendwas hier drin machen? Nein, können wir nicht. Hm. Oder erwische ich die Punkte jetzt hier eventuell nicht? Können wir hier was machen? Das Fenster ist zu und von außen wird... Ja, von außen kriegst du das nicht auf. Oh Mann, dann nehmen wir den Schlauch nochmal. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwas mit der Haarnadel machen kann. Haarnadelschlauch geht auch nicht. Mit dem Rohr geht auch nicht. Okay, dann machen wir den Schlauch wieder hier rein. Scheint keinen großartigen Effekt gehabt zu haben. Ja, ja, das ist mir schon klar. Kann man... Das wäre jetzt gemein, ne? Ich meine, gut, der Hund stört uns ja auch nicht. Ich mach das nochmal da ran. Also irgendwas muss es doch hier mit Allergie oder so sein. Ich gucke hier nochmal. Ich habe die beiden Rohre miteinander verbunden. Ja. Hätte es jetzt auch mehr sagen können, aber ist in Ordnung. Gut, dann gehen wir einfach nochmal zurück rein. Es muss ja irgendwo eine Möglichkeit geben, dass wir da irgendwas... Ach so. Ach, Mädel. Du solltest da reinspringen. Beziehungsweise dich da runterlassen. Luke, so. So, können wir mit der Haarnadel irgendetwas Schönes machen? Ah, die Tür öffnen? Das Schloss ist für einen flachen Schlüssel. Da komme ich mit der Haarnadel nicht rein. Na toll. Okay. Verschlossen. Vielleicht können wir ja vorne raus. Ach so, da ist gar kein Schloss. Die Tür hat kein Schloss. Dementsprechend kann ich es auch nicht knacken. Ja, das ist mir auch gerade schmerzlich bewusst geworden. Gut. Haben wir denn hier irgendwas Neues bekommen? Auch nicht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Knopf jetzt wirklich neu war. Kann man dann nochmal Fleisch? Ich habe schon ein Stück Fleisch. Das reicht vorläufig. Ich dachte schon. Okay, das damit verbinden kann man auch nicht. Hier ist auch nichts, nee, was ich jetzt übersehen habe oder so. Also die Tür sollte man ja irgendwie aufkriegen können. Wenn ich jetzt davon ausgehe,
Wir müssten eigentlich in die Richtung dann rauskommen. Das heißt, wir kommen nicht hier in diesen in diesen Kühlraum aus, sondern woanders. Das Vieh versucht wie wahnsinnig an das Fleisch im Glas zu kommen. Tja, gefährlicher als ein normaler Hund mag er sein, intelligenter aber mit Sicherheit nicht. Ja. Das können wir auch nicht wieder zurückholen, indem wir das Fleisch jetzt da rein tun oder so. Das können wir auch nicht kombinieren. Das haben wir eben schon versucht. Das ist jetzt wirklich mal eine richtige Zwickmühle. Tut sich denn da Laut der irgendwas? oberen Anzeige haben wir eine. Immer noch nicht. Keine sichtbaren Auswirkungen. Und ich komme schon wieder nicht dran. Laut der oberen Anzeige. Keine sichtbaren Auswirkungen, ja. Was ist, wenn ich da jetzt noch mal drauf drücke? Keine sichtbaren Auswirkungen. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, aber In der Box sind eine ganze Menge Fleischstücke. ja, Tür. Kann man denn hier wirklich nichts mit der Haarnadel machen draußen? Ich kann da von hier aus nicht reinsehen. Du könntest aber reinsehen, wenn du da Das runterklettern Fenster ist würdest. zu und von außen werde ich da. Ja, ich hab's ja verstanden. Warum kommt man mit der Haarnadel nicht da rein? Das ist doch doof. Glühbirne. Kann ich das Fleisch irgendwie noch da reinwerfen oder so? Da ist ein engmaschiges Gitter in dem Rohr. Da passt das Fleisch nicht durch. Schade, hätte ja klappen können. Ach so. Kann man denn? Ja, aber so weit komme ich da nicht rein, oder? Dass ich die rausholen kann. Kann ich die? Eine Haarnadel, Modell 0815. Nee, kann ich auch nicht irgendwie biegen oder so. Aber da ist ja nur das. Ja. Das Fenster ist zu. Da sind noch die Tierhaare drin. Ich nehme sie mal wieder raus. Nein, die sollst du doch nicht rausnehmen. Ah, vielleicht auf die andere Seite? Ist das ein Unterschied? Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Kann man da das Fleisch reinmachen? Da ist ein engmaschiges Gitter in dem Okay. Rohr. Da passt das Fleisch nicht durch. Das bringt mir jetzt auch wieder Wenn die nichts, ne? Heizung im Abteil an ist, und davon gehe ich aus, müssten die Haare eigentlich verbrennen. Der Gestank dürfte dann wohl selbst ungewaschenen Wissenschaftlern auffallen. Ah, es kommt also drauf an, in welches Rohr. Ah. Ah, ja, so kommen wir doch weiter. Ich war hier gerade schon etwas am Verzweifeln. Okay. Ja, dann geh doch mal da durch, ne? Er ist ja zumindest momentan noch nicht da. Das war aber knapp. Also auf ein neues. Wenn irgendwer Informationen über die Wissenschaftler an Bord hat, dann doch wohl dieser Sidorkin. Als wissenschaftlicher Leiter muss er ja irgendwo die entsprechenden Informationen versteckt haben. Okay, jetzt können wir hier auch andere Sachen mal anklicken. Oh, das ist ein Loch. Ein massiver Holzsockel. Okay. Bücher über Sir Francis Drake, Blackbeard, Henry Morgan, William Kidd, Jack Rackham. Alles nette Zeitgenossen, die unter der Totenkopfflagge die Meere von der Plage der Händler befreiten. Okay, das sind auch alles nur Bücher. Genosse Lenin. Dachte eigentlich, der wäre mittlerweile aus der Mode gekommen.
Sieht weder besonders schön noch besonders wertvoll aus. Ja, aber die hat doch da unten... Oh, hat die doch ein die Loch. Statue lässt sich drehen. Aufnehmen kann ich sie aber nicht. Scheint irgendwie im Sockel verankert zu sein. Probieren wir die andere auch mal direkt. Okay, anscheinend nicht beide nach innen. Haben wir hier kein Bild oder so, wo wir vielleicht sehen können, wie das richtig ist? Ja, die können wir jetzt auch noch drehen. Das war mir irgendwie klar. Alle, ach so, Moment, der guckt nach links. Vielleicht alle nach links? Auch nicht. Haben wir irgendwas, wo wir einen Hinweis finden vielleicht? Das haben wir ja schon alles angeguckt hier. Das hatten wir eben schon angeguckt. Dokumente. Oh, was ist das? Die Schublade ist durch ein einfaches, aber leider recht wirkungsvolles Schloss gesichert. Das kommt drauf an. Offen. Ah, das ist noch eine. Ah, okay. Dann können wir die dahin stellen, wo die Vase ist. Die Frage ist jetzt nur, wir haben die vorher gesehen. Die Statue ist im Sockel eingerastet. Ah, Gott. Müssen die jetzt alle richtig rumstehen, oder... Okay, also alle nach links funktioniert nicht. Wahrscheinlich denke ich einfach zu kompliziert. Und die müssen alle nach vorne zeigen oder so. Probieren wir mal einfach aus. Oder die müssen alle in unterschiedliche Richtungen zeigen. Das kann natürlich auch sein. Dann sind wir morgen noch beschäftigt, weil wir dann hier die ganze Nacht überdrehen. So, dich drehen wir auch nochmal. Also alle nach links hat ja nicht funktioniert. Okay. Eine Statue. Alle nach geradeaus hat auch nicht funktioniert. Ist das denn nicht dieser Lenin-Typ? Na okay, die haben Haare. Sagt die überall eine Statue. Ja, sie sagt überall das Gleiche. Was ist das? Ach, das ist nur der. Okay. Auf dem Zettel steht, Dokumente bei jedem Verlassen des Zimmers im Safe deponieren. Unterzeichnet mit W-I-L. W-I-L. Ich habe die Dokumente bereits einmal überflogen. Für mehr reicht die Zeit jetzt nicht. Sidorkin könnte jeden Moment zurückkommen. Hm, ja, ich bin da auch nicht für. Auf den Ordnern steht, Tunguska-Projekt Fehleranalyse. Der obere Ordner ist für die Jahre 2000 bis... Ja, das haben wir auch schon mal gehört. Also ich denke mal, dass wir die wirklich irgendwie in eine Richtung drehen müssen. Also alle in die richtige Richtung drehen müssen, sagen wir es mal so. Weil so stehen sie ja jetzt... Ich habe keine Ahnung. Vielleicht einmal alle im Kreis oder so, dass einer nach vorne guckt, einer nach links, rechts... Es wäre einfacher, wenn es da jetzt so eine Vorgabe für geben würde, einen Totenkopf. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er grinst mich an. Den kann man nehmen, oder was? Den Totenkopf nehme ich mal mit. Aber mit einem kompletten Skelett werde ich bestimmt nicht in der Gegend rumlaufen. Okay, ich frag besser nicht. Also, die Glühbirne können wir natürlich auch nirgendwo verwenden. Ja... Ich denke mal, es wird auch irgendwie... Genosse Lenin. Ja, ja. Ich denke mal, es wird auch irgendwie Klick machen oder so, wenn ich das jetzt wirklich schaffen würde. Was ist das denn? Sockel? Ein massiver Holzsockel. Ja, schön. Aber sonst haben wir hier nichts, wo wir jetzt drauf klicken können. Ja, das sind nur die Bücher. Haben jetzt hier auch absolut keinen Hinweis. Wenn ich jetzt wüsste, wie die jetzt vorher gestanden haben, ne? Also die Folge zieht sich dann, glaube ich, doch was hin, bis ich das dann hier alles richtig gedreht habe. Jetzt gucken sie alle nach hier und trotzdem macht es keinen Klick. Also ich würde jetzt
Nee, das ist der Schreibtisch. Ich würde mal sagen, dass ich weiter die Aufnahme hier lasse, dass ich das aber dann so ein bisschen zusammenschneide, damit hier keine 20.000 Versuche hier dauernd angezeigt werden, dass ich ja jetzt hier einfach weitermache und dementsprechend die Statuen immer wieder in alle möglichen Richtungen drehe. Ich meine, das sind vier, so viele Möglichkeiten gibt es da ja eigentlich nicht, wie man die dringend, obwohl es gibt schon genügend Möglichkeiten. Ja, dass ich das einfach zusammenschneiden werde und dass wir uns dann gleich nochmal wiedersehen, wenn ich die dann alle soweit gedreht habe. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie die jetzt richtig gehören. Bis gleich. Ja, ich begreife es einfach nicht. Ich meine, ich habe die ja schon alle nach links gestellt, aber. Offenbar hat die richtige Hä? Position der Statuen einen geheimen Mechanismus ausgelöst. Ich hatte die doch eben alle nach links schauen. Hä? Schallisolierte Wände und dann dieser Stuhl. Werden hier drinnen Menschen gefoltert? Ja, ihr Lieben, wie ihr jetzt seht, habe ich es geschafft. Ich gehe noch mal kurz nach draußen. Ich habe noch mal alle Statuen nach links gedreht, aber eigentlich nur, weil ich die jetzt umdrehen wollte, dass die nach da guckt und die dann auch nachher nach da guckt. Jetzt auf einmal hat es funktioniert. Ich weiß nicht warum und warum es vorhin nicht funktioniert hat, aber wir kommen jetzt auf jeden Fall Hübsch. rein. Ja, wieso nimmst du nicht einfach die Bilder ab? Die sind doch bestimmt An hier. dem Stuhl sind Hand- und Fußfesseln angebracht. Wurde hier irgendwer gefangen gehalten? Was ist denn mit dem Buch hier? Das ist doch Ein Buch über den bestimmt. berühmt-berüchtigten Piraten Beilschmidt, Ja. der zunächst den Patriziern und dann den Kolonisten nahe Port Royal das Leben schwer gemacht hat. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das fehlende Buch ist An dem von Stuhl vorne. sind Hand- und Fußfesseln angebracht. Wurde hier irgendwer gefangen gehalten? Okay. Ich kann keinen Griff oder Schalter entdecken, mit dem man die Klappe öffnen könnte. Ja, wahrscheinlich springt die dann auf, aber sonst können wir nichts mehr anklicken. Okay, dann versuchen wir mal, ob wir das Buch hier reinstellen können. Perfekt. Hörte sich an, als ob noch ein Mechanismus ausgelöst wurde. Ich kann aber keine Veränderung feststellen. Ja, da gucken wir jetzt nach. Das ist ja ein Geheimfach gewesen. Ja, genau. Der Mechanismus im Bücherregal hat die Klappe geöffnet. Aber da ist nichts drin. Seltsam. Sehr seltsam. Scheiße. Ich hatte gehofft, da ist jetzt was drin, was wir jetzt suchen. Kann man? Ja, aber kann man auch sonst nichts mehr anklicken? Ach so, Moment. Oder müssen wir jetzt die Vase? Die Vase nicht? Vielleicht den Schädel? Weil hier muss ja irgendwie alles woanders hier gestellt werden. Das ist ja Puh, grauenhaft. das war knapp. Da überlebe ich Ah. den Anschlag in der Wohnung meines Vaters und die Typen vom Geheimdienst und werde dann beinahe von einem Bild erschlagen. Das Leben ist manchmal echt seltsam. Ja, es ist wirklich grausam. Was ist das für ein merkwürdiges Schloss? Wenn ich das richtig überblicke, sollte ich mal versuchen, alle Lichter abzuschalten. Lichter abschalten. Wie kann ich denn Lichter? Ach so, das sind die Lampen. Ach so, ich muss so lange draufdrücken, bis alle abgeschaltet sind, oder wie? Und wo ist die Logik von diesem Spiel? Drück mal einfach wahllos. Also es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir dann hier durch sind. Ich dachte vielleicht, irgendwie müssen das immer vier sein oder so, aber anscheinend ja auch nicht. Jetzt habe ich schon wieder die zwei. Muss ich die alle an oder alle ausschalten? Ja, alle ausschalten, oder? Jetzt haben wir die. Das bringt uns auch nicht wirklich weiter. Ich drücke hier einfach mal ein bisschen kreuz und quer drauf. Ich habe die Logik jetzt überhaupt nicht verstanden. Und denke, ich werde sie auch nicht verstehen. Es kann sich also nur noch um Stunden handeln.
Ich würde normalerweise sagen, ich nehme das jetzt alles auf, damit ihr wisst, wie ihr da drauf drücken müsst, um das dann zu lösen. Aber es wird wahrscheinlich auch viel einfacher gehen. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich jetzt gerade auf die Uhr schaue und wir schon über 25 Minuten sind mittlerweile, dass ich einfach mal Wirr hier weiter drauf drücke und wir dann in der nächsten Folge sehen, ja, ob ich das geschafft habe oder nicht. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Ausdauer, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Die Frage ist nur, ob ich es schaffe oder nicht. Das, ja, das weiß ich halt nicht. Ich kann theoretisch alles anschalten, glaube ich. Tipp, tipp, tipp. Das muss ja irgendwie nach diesem Muster gehen, denke ich mal. Aber verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich würde sagen, dass wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.